Servus! Servus, grüß dich! Ich bin der Leo von der Dogs for Astronauts. Ich bin der Flo von The Last Cell. Und ja, wir werden heute ein bisschen über Bandzeug quatschen. Genau, alles drumherum. Wir machen quasi den Small Boys Podcast. Den Small Boys Podcast. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir starten vielleicht ganz kurz mit der Tour, auf der wir waren. Auf jeden Fall. So, böse Zungen würden behaupten, es war keine Tour. Ja. Zwei Weekender. Es waren zwei Weekender. Für uns waren es fünf, für euch waren es vier Konzerte. Genau. Also im Prinzip. Wir waren in Graz auch noch. Genau, wir waren in Graz dann noch zusätzlich. Also es war Wien, Linz, Graz, für uns Graz. Und dann noch Salzburg-Klagenfurt, zwei Wochen später. Quasi alles selbst organisiert, außer Graz, deswegen war sie nicht dabei. Ja. Und ja, das war so unser, für uns, Last Cell, die erste große Konzertreihe. Für euch war sie dann? Ja, also wir haben eigentlich auch noch nie, also wir haben schon mehrere Konzerte hintereinander gehabt, aber so in dem Ausmaß haben wir es eigentlich auch noch nie gemacht. Also wir haben mit Call the Mothership schon mal ein Weekender gespielt und es war öfter schon so, es war lustigerweise öfter so, dass wir mit verschiedenen Bands und unter anderem dann auch irgendwo einmal mit der Dogs for Astronauts also was wir, fünf Wochen hintereinander, also fünf Wochenenden hintereinander gespielt haben. Aber es waren halt immer andere Bands eher. Also immer verschiedene Sachen. Ja. Seid ihr dann gebucht worden oder habt ihr das selber gemacht? Das waren meistens Sachen, wo wir immer irgendwo gebucht worden sind. Und meistens eigentlich ein Zufall. Weil so, da ist eine Veranstaltung, der fragt dann, hey, könnt ihr mit der Band spielen? Ja, passt, wir spielen mit der Band. Und das ist dann auch manchmal so, dass in einer Band nur der Dan war und in einer nur ich. Und ja, es war lustig und es hat ein bisschen Abwechslung. Aber so in der Art und Weise haben wir das eigentlich auch noch nie gemacht. Also wie jetzt die Tour, außer diesen einen Weekender eben, das war dann davor das Graz und Klagenfurt war das damals. Ja. Und ja. Quasi auch für euch die erste große. Ja, für uns als die Band, genau. Ah, okay, spannend. Weil ich gibt's doch schon jetzt fünf Jahre. Ja. So? Okay. Ja. Ja. Aber wir waren immer recht faul, was das Booking anbetrifft. und ja, darum bist du ganz gut da. In unser Leben getreten. Ich? Ja, ja, quasi. Nee. Also, wie ist das? Macht ihr das geteilt? Booking auch? So wie Songwriting? Wir machen ja schon im Prinzip. Also, selber booken tun wir eigentlich relativ wenig. Ja? Wir warten nicht, bis irgendwer kommt und uns fragt, ob ihr lasst einen Ruhm für euch arbeiten. aber wenn wir es machen, ist schon so, dass ich meine, wir haben uns einmal einen Text zusammengeschrieben und da hat dann der Dan 20 Mails geschrieben und ich 20 Mails geschrieben und also so teilen wir es uns schon auf oder wenn wir halt irgendeine Location anmieten, dann ist es aber meistens, rennt es über einen und der zweite lest nur mit oder so. Mhm. Also dann ist man halt immer in einem Copy im Mail drinnen, dass man auch immer gleich die Infos hat und dass man sich dann halt gleich austauschen kann. Nicht, dass dann der eine herkommt und sagt, hey Leo, was der ist? Und ich sage, was? Also genau. So schauen wir, dass wir halt halbwegs am gleichen Stand sind immer. Ja, ist schon wichtig. Aber wenn einmal einer angefangen hat, dann zieht er das am meisten durch. Also wenn du angefangen hast und da kommt eine Antwort, dann machst du den Rest drumherum. Alles klar. Ja, bei uns ist es so, ich bin ja Mädchen für alles, was hinter den Kulissen läuft. Also zumindest schreiben, Booking, das erzählen mitkriegt die ganze Tour. Ja, voll. Und ich glaube, so viel darf man schon verraten. Wir planen ja gemeinsam, der Dogs for Astronauts und der Last Cell, Deutschland-Tournee. Zeitrahmen April, sage ich mal, 2020. Ja, das ist jetzt in der Planung und wir hoffen, dass wir da wirklich eine richtige Tour. So 10 bis 14 Tage mit 8 bis 12 Konzerten wahrscheinlich dazwischen, dass wir ein bisschen schnaufen können, spielen können. Ich bin aber recht zuversichtlich eigentlich. Ja? Auch wie wir uns das jetzt alles so ausgecheckt haben, eigentlich gar nicht so kompliziert, aber doch irgendwie cool. Und dass es einen Sinn hat, dass halt jeder ein bisschen was tut und dass nicht alles an einem hängen bleibt. Stimmt, ja. Und so wie mit dem Location-Suchen jetzt. Ja, also das war schon, habe ich gemerkt, bei der ersten Tour, dass das viel Arbeit neben allem anderen ist, dass man so in sein Leben macht. Dann, okay, ich muss jetzt dann, also ich habe dann einen Haufen Mails raus, für die fünf Konzerte eigentlich, muss ich sagen. Ja. Also man unterschätzt dann, wie viele Mails man schreiben muss, um fünf Konzerte zu bekommen. Aber na, also dadurch, dass wir jetzt dann das für die Deutschland-Tour aufgeteilt haben, ist einmal im Vorfeld für weggefallen für mich und dann
ja, jetzt kommt einmal die Arbeit mit Schreiben. Das mit Schreiben, ist eklig, das passt schon. Also, habt ihr dann eigentlich wirklich Copy-Paste gemacht, die E-Mail, oder habt ihr da ein bisschen was angepasst, wenn du gesagt hast, du hast 20 Mal hingeschrieben? Wir haben damals, wie wir das gemacht haben, haben wir schon Copy-Paste gemacht, ja. Also wirklich eins zu eins mit einer anderen Anschrift. Genau, ja. Mhm. Voll. Anschrift darf man halt nicht übersehen. Das ist immer der Klassiker. Ja, das haben wir schon damals gemacht. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile uns, wie wir mit dem John vom Heroplast ein bisschen mehr in so organisatorischen Sachen, also Tipps geholt haben und so weiter. Mhm. Er hat uns da erklärt, dass er irgendwie Anfragen, weil wir haben ihn auch gefragt, na, und wie fragt man an, wie ist das geil, dass man eine Antwort kriegt und so weiter. Und er sagt halt, ja, okay, er kriegt für Heroplast hunderte, tausende Anfragen. Und er findet immer die am geilsten, die einfach kurz und knackig sind. Und er hat uns dann ein paar so Beispiele gegeben. Und das sind dann solche Sachen wie in unserem Fall, da steht dann im Betreff, weiß ich nicht, Hunde aus dem All. Ah, okay. Und dann schreibt man rein, hallo, wir sind der Dogs for Astronauts und klingen so, Doppelpunkt, Link zu einem Video. Und wir sind auf eure Location gestoßen, denken, das wird gut passen und würden uns freuen, wenn wir entweder in dem und dem Zeitraum einen Termin kriegen oder wenn wir beispielen können, wann der Termin halt noch nicht so konkret ist oder einfach wurscht ist. Und er hat dann auch halt so Beispiele gelesen von irgendwelchen Mails, die er gekriegt hat, wo dann die Bandgeschichte drinnen war. Und er hat gesagt, das macht er auf und löscht es gleich wieder, weil ja. Er hat die Zeit nicht und er freut sich einfach nicht, dass er... Dass ich ja 20 Absätze da durchlesen, genau, das um was rauszukriegen. Voll. Ja. Also das ist eh ziemlich wichtig, vielleicht noch ein bisschen so, kann man ja auch Tipps an andere Bands geben, yeah, oder so. Oder reden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber, was vielleicht viele falsch machen oder so. Oder viele, was man falsch machen kann. Aber ja, kurz und knackig auf alle Fälle. Das mit, genau, dem Betreff habe ich auch schon mitgekriegt. Man muss da irgendwie entweder wirklich ganz konkret, okay, wir wollen jetzt die Booking-Anfrage, oder jetzt, ja, ein flashy Ding haben, genau, so, ja, eben Hunde aus dem All, so, okay, was wollen die jetzt von mir? Ja, genau, ich habe das auch selber mal erlebt, da, also in Linz auf der Brücken, wie ich noch war, sind ständig Mails kommen von irgendwelchen Studenten, die irgendwas wollen haben, und man hat sich eigentlich gar nicht mehr angeschaut, weil es eh immer das Gleiche war, und die haben es halt einfach an alle geschickt. Ja. Und dann ist einmal hat einer eine Mail geschickt und hat irgendwie einen Betreff gehabt, Bratwürstel und Bier. Und einfach die ganze Uni hat über die Mail geredet. Ja. Und genau das passiert halt. Wenn du so einen Betreff hast, dann denkt sich der die Mail kriegt, was, und klickt es halt an und schaut es vielleicht da genau an. Ja. Ja, das nächste, also was wir dann auch gemacht haben, als wir dann für die jetzige EP, für Continental Drift, haben wir dann auch ausgeschickt, Reviews und Herzettes und so. Und das ist im Prinzip das Gleiche, wenn ich irgendwo was gucken will. Ich will was von wem, und der soll was machen für mich. Und der kriegt genauso viele Anfragen, wenn sogar mehr als eine Location. Ja. Und dann war so, okay, wie vermitteln wir denn jetzt an, wie das klingt, und dass er das hier, also wie bringe ich denn jetzt draufklickt überhaupt auf das, was sie hören will. Und dann, ja, Standardding ist, ja, wir haben unseren eigenen unique Sound, der ist unvergleichbar. Ja, genau. Und also, ja, diese Phrasen, was ich denke, so ernsthaft, ihr seid die 500.000ste Band, die in keine Schublade passt und die nur sein eigenes Ding macht. Nein. Also, was ich dann gemacht habe, ist ein bisschen ausgecheckt und so, und einfach so ein bisschen ein Bild malen versuchen, wirklich so. Ja, also, ja. Entweder, also was ich dann gemacht habe, über Kombination aus, du hast der Johnny, also der Jean, ich werde immer Johnny zu ihm sagen, das tut mir leid an alle, aber so kenne ich ihn. Also der Johnny und ich uns bei der Musik mal denken, wie, was für Bilder wir im Kopf haben, und wir haben dann noch ein paar Freunde auch gefragt, dass sie einfach so, ey, schreibt uns ein, zwei Sätze über die Musik von der Last Zeit, wie ihr das beschreiben würdet. Mhm. Und aus dem haben wir einfach so ein Zwei-Satz-Konstrukt, den wir am Anfang hingehalten haben, und haben gesagt, hey, stellt euch vor, wie das klingt, wenn ihr mitten ins Meer eintaucht, und wenn ihr aufkommt, seid ihr auf einem Berggipfel oben und seht ihr irgendwas drüber. Ja, okay. Das ist unsere Musik. Aha. Also das war die Catchphrase. Ja, ist cool. Und also ich denke, es hat schon funktioniert. Wir haben auf alle Fälle mehr Response gekriegt. Ja. Bei der ersten habe ich es eben auch so gemacht. Einfach ich habe mehr rausgesucht, aber eben einfach ein paar Sachen rausgesucht. Hey, wir machen Progressive Metal, da ist unser Zeug. Dann haben wir, glaube ich, ein, zwei Reviews kriegt das erste. Voll, das ist halt immer schwer, dass man da dann wirklich die Antworten kriegt, die man sich erhofft. Gell? Ja, überhaupt Antworten. Überhaupt Antworten. Ja, die Anzahl der Antworten, die man sich erhofft. Ja.
Also ich habe sicherlich mehr Antworten gekriegt, nämlich zwar auch negative, aber ich bin auch froh, wenn ich eine negative Antwort kriege. Absolut, ja. Also zumindest, dass ich weiß, hey, du hast das gelesen und ich habe ein paar Mal gekriegt, so, ja, das ist cooles Zeug, aber ich mache das nicht mehr oder das ist cooles Zeug, aber ich, zu viel Workload gerade und so, das kann ich nicht machen. Ja, ja. Also, das definitiv. Okay, was glaubst du, können Bands besser machen beim Booken? Beim Booken? Ja, ich meine, wir haben es auch gemacht, aber ich glaube schon, dass das geil ist, wenn man wirklich auch ein bisschen auf die Location eingeht, der man jetzt die Anfrage schickt. Und natürlich, man kann schon so ein Standardgerüst sozusagen haben, aber wenn man trotzdem ein bisschen was, weiß nicht, sich die Location genauer anschaut und dann mal schaut, was sie dort überhaupt hin, machen die nur Jazzkonzerte oder machen die nur, weiß ich nicht, Indie-Rock, ja. Und weil dann so an so einer Location braucht man gar nicht schreiben. Also, dass man sich halt ein bisschen informiert über die Location oder Festival oder sonst was, wo man spielen mag und dann auch vielleicht das in der Mail irgendwie hervorhebt, warum man gerade wegen dem besonders gut dazu passen würde oder so. Mhm. Und halt, ja, kurz und knackig und nicht die mega Absätze. Ja. Genau. Ja, ganz wichtig ist einmal herausfinden, gibt es einen Booker oder eine Person, die ich persönlich anschreiben kann? Stimmt. Weil dann ist schon mal so, okay, ganz klar, ich habe nicht einfach das Template genommen und reinkopiert. Und auch immer wichtig, wie sind die Konditionen? Weil oft ist so, wir machen nur Freitag, Samstag, wir machen nur bis 23 Uhr, uns kann man nur mieten oder sowas. Genau, wenn das schon in der Mail, also ich bin mir sicher, wenn das in der Mail schon drin steht, dann ist dem klar, hey, da hat sich zumindest die 10 Minuten genommen und haben wir gecheckt, was wir machen und nicht einfach irgendeine Mailadressen rauskopiert. Mhm. Und ja, das ist jetzt definitiv auch der Approach für Deutschland. Ja. Sage ich mal so. Genau. Ich bin eigentlich schon sehr gespannt, ob man da irgendwie an der Anzahl an Antworten, so die zurückkommen, einen Unterschied merkt, jetzt mit Deutschland oder Österreich. Also ob zum Beispiel die deutschen Locations eher zurückschreiben und dann halt vielleicht auch Absagen schicken oder ob es dort genauso ist, dass man eigentlich in Wahrheit gar nichts zurückbekommt. Ja. Oft gar nichts hört, ja. Also was mir vorkommen ist, dass sie ein bisschen ausgecheckter sind im Sinne von Kontaktmöglichkeiten und Venue-Infos. Ja. Also dass die meisten mehr von der Info haben für Bands als in Österreich, wo es manchmal ein bisschen spärlich ist, sage ich. Hängt auch davon ab, gibt es auch natürlich gute Beispiele. Aber das war schon jetzt im Vorhinein von der Vorarbeit, aber für mich einfach, ich kann checken, hey, das sind so viele Quadratmeter, da passen so viele Menschen rein, da kann man eben mieten oder gebucht werden, da kann man nur das machen. Ja, das war schon einmal jetzt einfacher. Naja. Dann ein bisschen vielleicht, was mich auch interessieren wird, das haben wir jetzt vorhin auch gedacht, so, wie das in eurer lokalen Szene früher war, und also, oder wie das in unserer war und wie es jetzt ist. Oder vielleicht fange ich mal an, damit du weißt, was ich mal gedacht habe. Und dann erzählst du ein bisschen. Weil wir kommen aus Kärnten, also der Johnny und ich sind ja wahre Kärntner Buben. Und da war es so, dass wir in unserer Teenie-Zeit wirklich eine große Clique, vor allem für die Größe, relativ kleine Größe von dem Ort, wo wir waren, relativ viel Leute gehabt haben. Ich sag mal 200, 250 waren schon mindestens sehr aktiv in der Metal-Szene und da war halt cool, da hat man mit 16, 17 mit der Band gespielt und da war mal das Bergwerk, die Location damals, so halt einmal gesteckt voll. So, ne? Das ist geil, so, richtig cool und das ist ein bisschen schade, es hat sich jetzt verlaufen bei uns in Kärnten. Jetzt sind noch so, du hast es ja mitgekriegt, wir haben in Klagenfurt gespielt, da war halt ein bisschen wenig los. War auch sicher, habe ich auch was daraus gelernt, Promotion-Fehler von uns. Voll, wir hätten Werbung, vor allem auch so ein bisschen Flyer und online, obwohl online waren wir eh ganz gut präsent, aber ich glaube vor allem Flyern und so hätte man können. Da war nichts, deswegen war wenig Laufkundschaft und so. Aber prinzipiell ist trotzdem sehr viel weniger geworden irgendwie. Dieses ganze Familiengefüge hat sich ein bisschen aufgelöst bis auf den harten Kern, sage ich mal. Ja. Wenn ihr zuschaut, ihr wisst, wer ihr seid, ist ja der Wahnsinn. die kommen immer noch. Die sind auch zu unserem ersten The Last Cell-Konzert nach Wien gefahren. Also sehr viel davon. Das ist immer schön, wenn dann Leute extra aus Kärnten sich die Reise antun und dann vorne in der ersten Reihe stehen. Und ist geil, einfach, du schaust sie und denkst da, euch Gesichter kenne ich seit so lange und die sitzt da. Das ist wunderschön. Mhm. Und genau, das hat sich ein bisschen verlaufen. Und im Vergleich zu Wien jetzt bin ich ja
auch ein bisschen, leider, also ein bisschen mein Fehler, aber ich bin weit später zukommen zur Szene und jetzt bin ich da nicht. Ich merke schon, das ist so ein Family-Gefüge und das ist cool und die Leute helfen sich und verstehen sich super. Ich bin nur ein bisschen so viel unterwegs mit irgendwelchen Projekten und jetzt nicht so inkludiert, weil ich nicht so lange dabei bin wie die meisten zum Beispiel. Es würde mich interessieren, wie das bei euch dann war oder ist oder so. Also in Linz, so family-mäßig, habe ich eigentlich nie was erlebt. Es waren schon so 4-5 Leute, die man auf alle Konzerte immer trifft, aber sonst ist es eher irgendwie. Es kommen immer, was eher voll cool ist, es kommen immer irgendwie andere. Ja, also es ist nicht so, dass man sagen kann, es gibt jetzt die Szene und da gibt es den harten Kern, das sind 20 Leute, die sieht man auf alle Metal-Shows, nämlich auch nicht auf die großen. Ah, okay. Genau, es gibt in Linz den Posthof, wo die großen Shows sind und selbst dort war es immer so, da hat man halt vielleicht 2-3 Leute gesehen, die man schon irgendwo anders einmal gesehen hat. Und aber sonst, also so wirklich so familienmäßig war das gar nicht. Aber das heißt, die Szene ist relativ groß in Linz dann, wenn man immer neue Gesichter sieht, oder? Relativ, also. Es gibt schon eigentlich halbwegs Interesse dran und es gibt viele Leute, die sowas horchen. Mhm. Und es ist auch lustigerweise, immer wenn man in Linz spielt, kommen doch einige eben Leute, die man noch nie gesehen hat und so und die sich aber voll dafür interessieren oder das vielleicht sogar davor ausgecheckt haben oder sowieso schon kennen, weil sie es irgendwo mal gefunden haben oder so, ja, wie auch immer. Das ist voll cool. Und aber so, also so eine wirkliche Szene, wie es da jetzt in Wien ist zum Beispiel, wo man halt jeder kennt jeden und irgendwie ist gar nicht so. Wow. Voll. Also das habe ich in Linz früher nicht erlebt, erlebe ich jetzt nicht auch. So dort. Ja. Ja. Ist vielleicht daran, also liegt vielleicht daran, dass in Linz es gibt voll viele Bands, aber irgendwie nur wenige, die wirklich dann rauskommen und was auf die Vier stehen, was du denkst, das ist so geil. Raus aus dem Proberaum, meinst du? Ja, irgendwie kommt man so vor. Ah, okay. Und manche spielen dann einen Gig und man sieht es einmal und dann nie wieder und so. Hm. Ja. Aber so ist Linz grundsätzlich immer voll cool zum Spielen, weil eben wieder neue Gesichter kommen. Und was ich jetzt da erlebt habe, das ist, dass das Merch in Linz immer so gut geht. Also die Leute supporten das. Ja, voll. Das ist richtig cool. Schön. Ja. Das ist ziemlich cool. Also Leiberl und CDs immer mitnehmen, wenn man in Linz spielt. Das zahlt sich aus, ja? Könnt ihr euch gleich merken. Ja. Okay. Cool, aber ja. Mhm. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht in Linz, muss ich sagen. Ja. Das Konzert, das war super. Mir ist lustigerweise, was ich gemerkt habe, war so, dass in diesen Wien-Linz-Wochenende und auch in Graz, da bin ich schon ein bisschen ein Family-Gefühl gehabt, aber mehr von der Veranstalterseite her. Ja. Beziehungsweise in Wien war es dann eh die Family, aber vor allem dann Linz und Graz, muss ich sagen, war das schon sehr so, dass auf die Bands wirklich geschaut ist überworfen worden, aber halt irgendwie war das mehr gleiche Ebene und weniger Business als, ja, hey, ihr macht was Cooles, wir machen was Cooles, man hilft sich gegenseitig sozusagen. Mhm. Und ja, das habe ich irrsinnig geschenkt gefunden. Das ist cool, ja. Hat mir gut getaugt. Ja, wo es in Linz schon voll die Szene gibt, ist eben jetzt von einer anderen Musikrichtung her, also von dem Jazz und Funk und Soul, so in die Richtung, da ist schon Ärger. Ich meine, ist auch wahrscheinlich wegen der Uni und weil zu solchen Veranstaltungen dann eh immer die ganzen Jazzer von der Uni kommen und so. Aber da gibt es schon, eine gute Szene. Vor allem, es gibt da richtig, richtig geile Jazzmusiker aus Oberösterreich. Vor allem aus dem Mühlviertel kommen die meisten aus irgendeinem lustigen Grund, aber voll. Ja. Das ist ja ein super, super Thema, weil ich studiere Jazz. Ich bin ja ein studiertes Jazz. Aber ich bin meine Finger ja überall in der Musik drin, sozusagen, nicht nur im Metal. Ich schaue, dass ich relativ viel abdecke, weil ich es gerne mache. Du spielst auch nicht nur Metal, du hast ja auch deine eigenen Projekte. Und ich spiele lustigerweise in Linz, spiele mein Jazz-Gig im Dezember. Genau, spiele ich mit einem oberösterreichischen Saxophonisten
Und ich glaube, er hat dann einen Freund von ihm, der spielt Klavier oder so. Mhm. Und ich kenne so viele Oberösterreicher. Also lustig, in dieser Jazz-Szene jetzt in Wien sind so Oberösterreich und Kärnten sind so viele Leute. Ja, das stimmt. Und das ist irgendwie... Ist lustig, ja. Also da kommen irgendwie die meisten daher. Und hast du irgendwas aus der anderen Szene in die Metal-Szene genommen? Oder hast du aus der Metal-Szene was in die populärere Musikszene mitgenommen, was alles eigentlich, Live-Spielen, Booking, Planung betrifft? Oder ist das gleich oder gibt es da Unterschiede? Es gibt definitiv Unterschiede, ja, finde ich. Weil alleine, also wenn ich jetzt ans Booking denke, die Locations, die für das eine in Frage kommen und so, ich weiß nicht, da wird irgendwie ganz anders gearbeitet, kommt mir halt vor. Mhm. Weil natürlich gibt es so Underground-Locations, die genau gleich funktionieren und man kommt hier und im schlimmsten Fall ist irgendein altes Mischpult, wo nur mehr drei Kanäle gängen und so. Aber grundsätzlich, ich finde, die Locations sind halt irgendwie, die schauen mehr auf die Location, kommt mir vor. Die Location schaut selber mehr auf sich sozusagen, dass das alles immer schön bleibt und so weiter in und so fort. In der Pop-Szene? Ja. Okay, ja. Also und vor allem, also ich habe Jazz-Gigs gespielt auf der Uni und von der Uni organisiert in irgendwelche anderen Locations. Und wir haben auch Jazz-Gigs. Also Jazz-Gigs ist halt immer so eine Sache, weil man kann ziemlich schnell auf irgendwelche Jam-Sessions als Opener spielen. Das heißt, es bieten sich irgendwie schon viel mehr Möglichkeiten, dass man zu Gigs kommt. Weil einfach, da gibt es jede Woche drei Sessions und ja, das ist einfach wöchentlich. Und du kommst sicher irgendwo einmal, weil du kannst dann eh nicht alle zwei Wochen spielen, das bringt dir eh nichts. Ja, aber wenn du dann, weiß nicht, alle drei Monate einmal bei einer anderen Session einen Opener spielst, wenn du das dreimal machst, schon 9 Monate abdeckt vom Jahr. Und dann kannst du in andere Städte fahren, wo das genauso ist. Und es gibt ja, also in Österreich zumindest, es gibt so viele auch kleinere Orte, wo so Sessions sind. Ach so, echt? Ja, das sind kleine Orte, auch und die auch nämlich immer voll gut besucht sind, wo die Leute kommen und sich einen schönen Abend machen und auch eigentlich durchaus viele Musiker da sind. Ja. Gut zu wissen für mich, jetzt weiß ich, wo ich meinen nächsten Jazz-Gig spiele. Vor allem nach Oberösterreich. Aber das war zum Beispiel mal ein lustiges Format, das so im Metal noch gar nicht gibt, so Jam-Sessions. Das ist lustig, weil wir mit The Last Cell jetzt mittlerweile eigentlich immer live jammen. Ein Jam machen, ja, genau. Also ein, zwei Jams reinhauen, ja. Und ich finde, das kehrt ein bisschen in die Metal-Szene reingebracht, dass man nicht so, also ich bin der größte Fan von, wenn irgendwas mega daherkommt und das ist genau so, wie es ausgesetzt ist. Ja, das ist ja ein ganz anderer Ansatz halt. Genau, also ein ganz anderer Ansatz. Und ich finde, dann manchmal wird man dann ein bisschen zu sehr als so ausführend, also Maschine ist ein bisschen übertrieben, aber so richtig funktionierender, ausführender gesehen und weniger als Künstler, klingt immer so ein bisschen abgehoben, aber du weißt schon, was ich meine, sondern ja, so, hey, ich bin Musiker im Endeffekt und ich kann da jetzt ich habe das Zeug mir jetzt so lange ausgecheckt und so lange geübt, ich kann wieder raufstellen und machen wir jetzt dann irgendwas spontan und wir machen irgendwas und das macht mir so extrem viel Spaß auf der Bühne und ich habe es sogar in Linz erlebt, dann habe ich mit einem Bekannten von mir geredet und habe gesagt, ja, und wie hat der Jam getaugt? Und er hat gesagt, ja, also ich habe jetzt erst gedacht, die verarschen mich. Ja. Also wir spielen jetzt irgendwas, das ist ja, das gibt es nicht, das kennen wir nicht. Und dann hat er schon gecheckt, dass das jetzt wirklich einfach da gejammt ist. Okay. Und 3 Minuten später, ja, hat er gesagt, das hat ihm richtig mega gut getaugt. Und deswegen. Ja, da können ja richtig geile Sachen rauskommen dabei. Und ja, war vielleicht eine Idee für die Zukunft, dass man sowas einmal im Metal-Bereich macht. Also man sagt, man trifft sie, stellt die Backline in der Location hin und jeder, der will, kann sich zusammenhauen und ein bisschen spielen. Ich meine, natürlich, solche Sachen wie dann mega ausgecheckte Breakdowns und sowas, was in der Musik halt schon da ist, sowas wird nicht entstehen, aber... Würde ich gar nicht sagen, wenn wir im Proberaum jammen auch immer wieder, wir haben schon teilweise Teile, wo man denkt so, oh, das hätte jetzt eigentlich schon... Also Songs sein können. Es wird immer natürlich, je mehr Musiker und je mehr Dings, wir haben es leicht zu dritt, wo jeder sozusagen seinen Job hat und sein Instrument und wo du dich leicht organisieren kannst. Ja, voll. Da ist einfach. Aber das Wichtigste ist einfach, dass du spontan bist und zuhörst und checkst, was passiert. Und das halt einfach auf das antwortest du da halt einfach mal an nichts tust. Du kannst einmal ja, aber, so, hey, mach du dein Ding. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle,
irgendwer steht da, zum Beispiel Gitarrist steht da und spielt irgendeinen Riff. Kann ja noch was ganz was Einfaches sein. Und dann spielt er das zusammen, dann checkt der Schlagzeug schon, ja, passt. Und dann gibt es einen zweiten oder den Bassist, der findet sich irgendwie dazu. Und dann einen zweiten Gitarrist, der sucht sich irgendwas Hoches drüber und ist schon geil. Und es macht halt einfach voll Spaß. Einfach so aus dem Stegreif das. Eben, das ist es. Und das ist ein bisschen den Jazz so in Metal einbringen. Ja. Das ist schon das. Also, ich hoffe, wir etablieren so ein bisschen. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Ja, sonst, aus den Szenen, ich weiß nicht, das ist so von Freundschaft und so. Und man hilft sich gegenseitig und lädt sich gegenseitig ein. Solche Sachen sind, finde ich, dort und da wie eh gemacht. Ja, es ist ja genauso Underground im Prinzip, der Jazz. Im Prinzip schon, ja, absolut. Und ich weiß nicht, ich habe dann halt nur, ich helfe manchmal bei Hochzeitsbands aus. Mhm. Das ist halt nur mal was ganz was anderes, finde ich. Das ist halt eher wirklich dann schon als Arbeit und nicht mehr so sehr als Konzert. Dienstleister ist man. Ja, Dienstleister, so. Ja, genau. Und ich gehe irgendwie ganz anders an einen Jazz-Gig oder an einen Hochzeits-Gig ran, als an einen Metal-Gig. Also sowieso überall anders, weil wenn ich zu der Tag für Astronauts-Gig komme, dann weiß ich, okay, Computer und ja. Ich spiele Zeit drunter und so. Und läuft bei, so. Genau, und beim Jazz-Gig ist halt eher so. Ja, wie bringe ich möglichst, also für mich, geile Improvisation hin und so. Da ist es nicht so wichtig, dass man jetzt den Akkord immer genau auf 3 und Tight hindruckt. Du wärst du wärst die Begleitung keinen Abend genau gleich spielen. Genau, ja. Das ist aber ja. Cool. Ja, sonst aus den Szenen, ich weiß, ja? Gehst du trotzdem von der mentalen Einstellung her jeden Gig gleich an? Also, weil ich würde zum Beispiel, ich habe auch schon so Hochzeitsgigs gesagt oder ja eben von Jazz bis Metal-Gigs alles. Hast du das gleiche Mindset oder ist schon ein Unterschied jetzt an, wie du das angehst zum Spielen? Also vielleicht von dem her Nervosität, falls überhaupt vorhanden und auch, sag ich ein bisschen, ist es dann mehr wurscht bei manchen Gigs oder bist du wirklich so, nein, ich liefere jetzt einfach 100% ab? Also nicht, um dich jetzt bloßstellen zu wollen irgendwo, aber... Grundsätzlich bin ich dafür, wenn man einen Gig spielt, dann sollte man schauen, dass man immer 100% abliefert. Mhm. Vor allem, wenn das wirklich ein Konzert ist, wenn es jetzt nur so eine Hintergrundmusikgeschichte ist. Okay, aber wenn es als Konzert ist, schaue ich schon immer, dass ich eigentlich immer die 100% bringen. Selbst wenn du nur Dienstleister bei einem Hochzeitsgig. Ja, auf jeden Fall. Weil es macht ja trotzdem einen Unterschied. Ja, na, sicherlich, selbstverständlich. Aber ich finde, das kann man auch gut übertragen oder sollte man sich auch vielleicht ein bisschen überlegen, wenn man jetzt nur Metal spielt, ist ja dann doch die Szene, in der wir jetzt unterwegs sind und die meisten, die das schon schauen. Was will ich eigentlich machen oder so? Ist das jetzt für mich auf der Bühne einfach nur, ich mach's halt? Ja. Oder ist das wirklich doch ein bisschen was Ernsteres mit ja, fast also wie ein Job ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil es doch ein bisschen Hobby ist, aber ist es jetzt ein ernstes Hobby oder ist es mir wurscht und die machst du der Gaude halber? Voll. Und da muss man ein bisschen so, finde ich, von der Kopfeinstellung her, das merkt man dann schon als Zuhörer. Mhm. Also das sieht man dann einfach, ist der jetzt oben und dem ist das halt nicht wurscht, aber es ist ein bisschen Gaude und so, oder hey, wir machen das jetzt dann vielleicht nicht Vollzeit, aber wir wollen das trotzdem so gut wie möglich machen. Voll. Ja, es ist ja alles legitim. Wenn man sagt, ich mag das jetzt nur, wir machen das zum Spaß und wir spielen gern miteinander und jetzt haben wir auf die Bühne und spielen das auch für andere Leute. Mhm. Und dann schauen wir, wie wir wieder weiter tun, passt es auch. Ist ja auch voll cool. Und genau, ja. Also was mir jetzt noch eingefallen ist mit die zwei Szenen, also Jazz- und Metal-Szene jetzt. Und die Promotion, also wie Konzerte beworben werden, finde ich, ist in der Metal-Szene sogar geiler. Ja, ganz sicher. Schon, gell? Und das schreibe ich sofort. Ja, ich finde nämlich auch selbst die Konzerte, die jetzt in Linz zum Beispiel von der Uni organisiert worden sind, da hängt dann auf der Uni, was eh jeder weiß, ein Plakat und
Der Rest ist nur Mundpropaganda. Genau, ja. Immer, hey, ich spiele am Montag durch. Absolut, ja. Oder was ich jetzt auch öfter oder manchmal mitgekriegt habe auf Facebook, kriege ich halt dann am Tag oder frühestens einen Tag davor so den Veranstaltungsinvite, wenn halt am nächsten Tag irgendwo wer Session, ja, Opener spielt oder genau. Ein kleines Konzert und denkst so, ja cool, weißt du, da könntest du mir zwei Wochen vorher das auch schicken und kann das auch schon mal reinschreiben oder zumindest vormerken, wenn ich jetzt dann schon am Tag davor eigentlich immer was vor. Also ich gucke hinterher und denke mir, hoffentlich spielt jetzt morgen wer. Also, das ist sicherlich verbesserungsdürftig in der Szene. Ja. Und bei Metal auf alle Fälle, man hat zumindest mehr Präsenz. Ja. Also ich kriege viel mehr, man liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt zum Beispiel auf die Social Media Kanäle doch hauptsächlich oder viel mehr Leute aus der Metal-Richtung folge und befreundet bin und so weiter. Aber ich kriege da viel mehr mit. Wenn es los ist. Ich meine, die Sessions, okay, die sind immer regelmäßig und jede Woche gleich. Und da weiß man, jetzt ist das. Aber so, das ist schon cool. Und ja, grundsätzlich Promotion kann man eigentlich nicht zu viel machen. Ja, außer man gibt viel Geld aus. Das bringt nichts, ja. Aber im Prinzip muss man es riskieren. Ja. Wenn man es so aufziehen will. Ja. Ich meine, wenn man jetzt in Wien ein Konzert spielt, muss man jetzt nicht 100 Euro in Facebook-Werbung stecken oder so. Nicht unbedingt. Ja. Also Facebook-Werbung habe ich keinen Überblick, muss ich ehrlich zugeben. Muss ich ehrlich sagen, ja. Das macht der Johnny. Ein bisschen so okay. Marketing-technisch. Ja. So sei Nische. Ja, es ist eh schwierig. Es ist immer schwierig, weil so, wenn man das wirklich so lokal begrenzt, ist immer halt extrem schwierig, dass man viel Leute nur erreicht. Wir haben das auch schon probiert mit einzelnen Städten. Und vor allem österreichische Städte, das ist dann immer in Hosen gegangen oder was? Ja, ich weiß nicht, das sind dann solche Sachen, wie man bewirbt einen Post und hat das Ziel, dass wer draufklickt. Ja. Und dann macht man das 3 Wochen lang und hat einen Klick oder so. Echt? Ja, sicher. Ja. Okay. Ist dann halt nicht so cool. Ja, denke ich mal. Weil dann steckst du dann schon für 3 Wochen wahrscheinlich. Vor allem, also das Werbung, vor allem Facebook-Werbung mittlerweile muss man sich richtig gut auscheckt haben. Vor allem von Zielgruppe und so, oder? Genau, ja. Okay. Und man kann mittlerweile auch schon so extrem viel einstellen. Was jetzt aber nicht abschreckend klingen soll. Man muss sich halt einfach nur damit beschäftigen. Ist ja nur ein Tool mehr, dass man sich einmal auschecken muss. Genau, oder? Ja. Genau. Glaubst du, würde es ohne gehen? Ohne Facebook? Ohne Facebook? Ja. Boah, also wenn ich mir denke, der Dark Side Astronauts ohne Facebook, puh. Ja, das ist schon jetzt ziemlich groß, gell? Ja, und wir sind halt zu einer Zeit da eingestiegen, da war Facebook noch alles voll aktiv, da hat's die voll viele Gruppen gegeben, da hat es immer diese, die gibt es jetzt eher nur die Extended Range Guitars und Extended Range Nerds oder so irgendwas. Und dann hat es halt das, wird das alles geheißen? Das Circle Pit hat es gegeben. Stimmt. Dann das God Chant hat es gegeben. Die Circle Pit gibt es, glaube ich, noch generell. Aber die sind alle nicht mehr so aktiv. Also God Chant gibt es, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Ja, und wir haben immer dann einfach der Seite geschrieben, ob sie es posten können. Sie haben so geschrieben, ja, passt, wir posten es. Und dann haben wir auf den Post aber voll viel Interaktion gekriegt, also viel Likes und so. Und mittlerweile ist es halt so, wenn du die Posts auf dieser Seite anschaust oder auf diesen Zeiten und in den Gruppen, da ist halt viel weniger Interaktion da. Aber glaubst du, wahrscheinlich ist es eher Kombination, aber es wird ein bisschen, wie heißt das, Oversaturation, also man hat viel Gruppen, Infos, was reinkommen. Facebook will halt auch, dass man Zeit dafür, den haben sie jetzt nicht mehr überall alleine. Ja. Aber vielleicht sind auch viele eben nicht mehr auf Facebook so aktiv, oder? Also, glaubst du, sind es alle 30 oder ist irgendein Punkt da besonders? Doch, ich glaube schon, dass das irgendwie so ein Zusammenspiel ist. Ich meine, natürlich ist eh kein Geheimnis, auf Facebook sind die Leute einfach nicht mehr so aktiv und es sind viel weniger Leute, die auch nur aktiv Facebook nutzen. Man muss ja jetzt wieder neue Kanäle auschecken und schauen, wie man da am geschicktesten die Sache unter die Leute bringt. Und es ist halt damals noch extrem gut über Facebook gegangen. Und wir haben das immer überall gepostet und es hat immer gut funktioniert. Und was der Nachteil von dem Ganzen ist natürlich, dass wir jetzt hauptsächlich Leute aus Amerika halt großteils haben. Und sonst, die ganzen Leute, die uns überall horchen und von denen die ganzen Zahlen kommen, die sind überall auf der Welt verstreut. Und
es ist dann immer ganz lustig, wenn man sich so Spotify-Statistiken anschaut und dann kann man ja die Top 50 Länder, ja, in denen man gehört wird, und dann ist Österreich zum Beispiel hinter die Philippinen oder so. Okay, was, wirklich? Ja. Ich meine, Tops sowieso Amerika, Kanada und ja. UK, das ist Deutschland ist auch noch relativ vorn, aber dann kommen echt, da kommt alles und irgendwann dann Österreich. Okay, das heißt, aber. Und das ist halt jetzt so ein bisschen so unser Baustell, dass wir schauen, dass wir in Österreich ja, nicht, genau. Ja. Weil natürlich, man spielt viele Konzerte, wenn man von da ist, spielt man einfach viele Konzerte da. Wir gehen ja nicht immer für die Konzerte nach Amerika. Ja. Schön wär's, gell? Wenn naja, man, wenn man wen hätte, der da rüber schifft. Es war sogar lustigerweise, in Wien war ja wirklich ein Amerikaner für euch, als wir gespielt haben auf der genau, Tour, ja. War ja ein Amerikaner für euch da, was ich extrem cool gefunden habe. Weil ich dann auch realisiert habe, so, ich als Veranstalter bin jetzt mitverantwortlich ja, dafür, ja, dass da ein Typ aus Amerika herkommen ist und sich das ausgecheckt hat, oder? War dann einfach so. Ist das so, das ist natürlich immer besonders geil. Ja. Das ist das schon einmal mit Leuten aus England passiert, wo einer einem Freund das als Hochzeitsgeschenk geschenkt hat. Boah. So ein Wien-Trip mit Astronautenkonzert. Das war, ja, voll, es ist voll cool und es fühlt sich dann gleich irgendwie so an, wie, ja, weißt du, es könnte das werden und so. Ja. Und man hat halt ein bisschen das Feeling, wie man es auch hätte, wenn man vielleicht dort wo spürt und so. Und das ist immer, es lässt dann hoffen. Dass noch was wird draus. Ja. Nein, es ist eh schon super viel draus. Also ich glaube, es ist eh so, wie du gesagt hast, das ist super, super verstrahlt oder halt in die Länder, wo das halt ein bisschen populärer ist, sage ich mal, diese Nischenmusik ist eh viel da, man kommt halt schwer hin. Und in Österreich, man merkt es halt ein bisschen, je weiter man von daheim wegkommt, desto schwieriger wird es ein bisschen leichter. Es ist eh grundsätzlich immer so, dort, wo man halt viel Leute kennt, werden immer mehr Leute kennen, also mehr Leute kommen, außer man hat halt wirklich schon so eine riesen Fanbase irgendwo, wo man halt wirklich niemanden kennt. Ja, das wäre spannend, wenn du, was weiß ich, Hausnummer Seattle spielst, weil du halt drüben so ein paar tausend Hörer hast und dann bewirbst du es wirklich, ob da dann einfach wirklich 500 Leute kommen oder so. Ja. Also. Man müsste es probieren. Aber man braucht einen guten Sponsor. Ja. Der das dann zahlt. Ja, also das ist halt ein bisschen das Internetproblem. Dass du die Reichweite hast, aber... Dass man die Reichweite hat, aber die Reichweite halt überall hat und nicht also da, wo man auch wirklich ist. Die digitale Reichweite, aber nicht die physikalische, also dass du selber da hinkommst. Ja, sicher. Gute und schlechte Seiten. Du hast mehr Leute, die Musik hören, aber dass du wirklich da hinkommst, eben, ohne dass ein Label jetzt sagt, hey, wir bucken euch da jetzt dann mit, was weiß ich was, Support für Intervals oder... Lass es etwas kleiner sein, lass es Carbomb sein, die jetzt einfach groß werden oder sowas zum Beispiel. Und schauen wir mal, ob die noch ein paar mehr ziehen. Das wäre dann schon so, ey, auf einmal spielst du deine 20 Konzerte einmal quer durch die USA und überall waren und wirklich so, lass es 50 Leute sein wegen an. Das ist schon geil. Voll. Also. Ja, extrem geil. Ich sag eigentlich immer, jeder, der zum Konzert kommt, der uns noch nie gesehen hat und der es cool findet, aber wenn 20 Leute kommen und nur einer davon findet es cool und sagt, ja, die hören wir noch öfter, ist eigentlich schon cool. Ja, fix. Ist schon cool, ja. Und ja, man braucht echt irgendwie da einen Geldgeber für solche Sachen, dass man solche Späße ausprobieren kann. Ja, dafür gibt es Labels und Booking-Agenturen, ja, die halt Finanzen haben. Voll. Aber bei Labels sind wir auch immer ein bisschen kritisch. Also, muss man ja nicht mehr machen. Voll. Man braucht es eigentlich für das meiste nimmer, außer sie bieten dann wirklich solche Sachen wie Booking und Promotion und das ist schon, also das ist richtig cool. Aber zum Beispiel bei uns ein Label, das uns Produktionen zahlt. Ja, was, ihr habt ja keine Produktionskosten, oder? Genau, ja. Quasi. Also eh so wie bei uns, weil es passiert eh alles in Johnny sein Wohnzimmer quasi oder in seinem genau, Studio. Genau, ja, das ist halt auch die moderne Zeit. Mhm. Aber ja, Booking und Promotion sowas, das war halt, und PR, das war schon sehr, ja, das sind sehr auch, interessant. Das sind Kanäle, die kriegt man als zwei, drei Menschen Konglomerat als Band halt nicht zusammen, weil du die ganzen Connections einfach nicht hast. Du kennst die Venue, der eine schreibt und sein Massenmail und 30 Venues aus und die Venues wissen, hey, das sind die, da ist ja wurscht, wenn ein Massenmail kommt von denen, wenn von irgendjemandem kommt, dann ist es eh gleich im Spam-Ordner. Genau. Was ich noch vorher aber sagen wollte, wenn du gesagt hast, eine Person reicht schon, wenn es am Konzert ist, taugt. Was ich mir aufgedacht habe, es ist extrem wichtig, dass man
ein Konzert nicht nur als musikalische Darbietung von, also vor allem ist bei Metal ist so, wir machen jetzt eins zu eins das, was auf der CD ist und das ist es fertig, sondern ich finde es extrem wichtig, dass man dem Publikum ein Event bietet, in dem Sinn von, sie können sich was mit heimnehmen und was auch immer das war. Also für mich ist das zum Beispiel, ich habe so eine Freude beim Live-Spielen und ich mein, man sieht es an dem, wie ich mich bewege und auch wie ich mit dem Johnny und mit dem Robin interagiere einfach. Das macht mir so extrem viel Spaß, das Zeug einfach live zu bringen und das kommt auch extrem gut beim Publikum an. Ja. Bei ist es extrem geil, finde ich, mit Lichtshow und wie geil ausgecheckt das daherkommt. Das gibt einem so viel mehr mit, als eben nur die Musik, das was eh schon geil ist, wenn man Live-Musik ist ein Erlebnis, du kannst dir die CD tausendmal anhören, das wird nie, auf der geilsten Anlage kannst du das anhören, das wird nie so geil sein, als wenn das einer vor dir spielt. Ja. Und wenn es eine crappy Anlage ist, ist es wurscht. Also ich finde, das ist auch ein Phänomen, das passiert, wenn man sich irgendwelche Live-Videos auf YouTube zum Beispiel anschaut. Schau mal, ist geil, aber wenn ich dort stehen würde, ist halt, das ist unvergleichbar. Ja. Unvergleichbar. Also wenn die das gut bringen und wenn das halt cool aufgezogen ist. Ja. Also die Live-Show macht schon viel aus. Und ich finde auch das Optische bei der Live-Show macht viel aus. Also extrem viel. Ja, eh klar. Aber das darf man halt unterscheiden. Also ist vielleicht ein guter Tipp für Bands, so ein bisschen sich dazu Gedanken zu machen, nicht nur, hey, wenn unsere Songs stehen und die Songs sind cool, machen wir noch einen Step weiter, überlegen wir uns, ist ja wurscht, was ist, ob es ein kleines Bühnenoutfit ist, ob es eine kleine Show-Einlage ist, wo halt irgendwer zusammen was Gleiches macht oder eben irgendeine Lichteffekt oder sowas. Aber machen wir irgendwas oder reißen wir die ärgsten Schmähs zwischen die Songs. Das weiß ich nicht. Das ist zum Beispiel schon so lange her und das kann ich mich so gut erinnern. Das sind die Aristocrats, kennst du die? Und das ist so eh so ein Metal-Jazz-Fusion-Ding ein bisschen. Ja, und die sind halt Wahnsinnsmusiker und die spielen da in Wien und das sind eh die ganzen Musik-Nerds und so gehen eh rum. Und dann ist es aber nicht so, dass sie halt einen Song spielen und das ist voll geil und die spielen gestört drüber und dann sagen sie, ja okay, jetzt kommt der nächste Song und sie spielen den nächsten Song. Sondern die haben eine Geschichte zu jedem Lied und mindestens bei jedem zweiten zerbrichst du verlochen, weil es so gut, also einfach, weil da ist irgendwas geil, dahinter, so eine kleine Anekdote und wenn es 10 Sekunden dauert. Aber allein das ist so viel, dadurch wird das Konzert noch einmal so viel mehr aufgewertet. Also das ist, also da erinnere ich mich, 5-6 Jahre immer noch voll, also das habe ich noch vom inneren Auge. Und andere Konzerte, also da muss die musikalische Leistung so arg hoch sein, dass ich mich gleich gerade daran erinnere. Ich glaube, da kann man echt, also absolut, schlechter spielen, ist auch. Ja. Naja, aber kann man viel rausholen. Ich wollte dich gerade fragen, weil ich habe da gerade gestern mit dem diskutiert, sozusagen die lieber Fehler machen und eine geile Live-Show machen. Oder lieber richtig spielen und dann nicht ganz so geile Live-Show machen. Ja, mit dem muss ich immer kämpfen. Das muss man sich überlegen, wie man das da, wie ich finde, es kommt ja halt auch immer auf den Part drauf an. Ja, definitiv. Also überlegen, was extrem wichtig ist, da bin ich auch im Laufe der Metal-Bands, in die ich gespielt habe, weil das mit Headbangen und Show und umlaufen und so und springen auf der Bühne, das mache ich eh von Anfang an. Und da habe ich aber gemerkt, so in die ersten Bands schon, Alter, das kannst du nicht überall erlauben, weißt du? Und dann war ich aber teilweise echt so, dass ich es halt einfach nur im Proberaum gespielt habe, normal im Sitzen vielleicht überhaupt noch und dann bist du auf einmal auf der Bühne und die halben Sachen gehen nicht mehr. Genau, dann bin ich schon draufgekommen, okay, du musst das im Vorhinein überlegen, wann du was machst und wie du was machst. Und jetzt bin ich echt schon so bei vor der ersten The Last Cell-Gig. Ich habe bei den letzten 3 Proben, glaube ich, wirklich geheadbankt im Proberaum, um zu checken, okay, wo geht sich was aus, wo kann ich was machen und wo mache ich es lieber nicht. Absolut, Und live geht sich meistens jetzt so aus. Ich das ein bisschen ausreizen gern, ich schau, was geht. Aber ich bin definitiv ein Fan von ein bisschen mehr Show für, also das war, also das ist schwer zu sagen. Ein kleiner Verhaspler ist, finde ich, nicht schlimm. Das kann man sich live erlauben, wenn jetzt ein Ton ist so ein bisschen nicht ganz da gewesen im Anschlag oder keine Ahnung, der Slide ist jetzt, war jetzt nicht ganz so schön, weil halt von genau dem Ton bis zu dem Ton geht, sondern ein bisschen halberter. Dafür habe ich das gemacht, dass ich das Riff komplett voll spiele, natürlich. Ja, okay, das geht dann nicht weit. Aber so Performance-Proben, wie du jetzt gesagt hast, das ist eh cool. Und wenn man im Vorhinein schon sich eben das überlegt, wo kann ich was machen und
wenn ich einen Part habe, zum Beispiel, wo ich weiß, der ist so fett, ich muss da abgehen, aber das ist ein bisschen blöder zum Spielen, dann übe ich das im Vorhinein, aber sozusagen in Kombination. Genau. Auch wenn es vielleicht blöd ausschaut, wenn man jetzt daheim im Zimmer steht und die ärgsten Headbang herlässt. Man darf sich für nichts blöd sein, ja, ganz ehrlich. Aber es zahlt sich aus. Ja, voll, eben, vor allem, eben, wenn es genau so ein Teil, also es gibt eh so ein paar Teile, wo so geile Läufe sind, und das ist halt einfach eine Koordinationssache, dann, so wie der Schlagzeuger halt üben muss, genau, dass er einfach mit seinen vier Gliedmaßen andere Sachen macht. Dann werde ich es wohl auch üben, dass ich mit meinen Händen zwei Dinge mache, die ich eh schon so ewig lang mache, und dass ich halt mich dazu bewege einfach. Genau. Und solange es geht, dann übe ich den Shit einfach. Ja, voll, das, ja, das gehört schon dazu. Aber eben, das Wichtige ist, das Fuhr einmal zu üben und nicht dann so draufkommen, oh, das geht sich überhaupt nicht aus, scheiße. Ja, ja, ja. Cool. Ja, abschließende Worte oder? Ich weiß nicht, wir haben jetzt relativ viel gecovert. Ja, voll. Ja. Ich glaube auch. Ja. Danke an den Jörg und Peter, dass sie uns den Small Boys Podcast machen haben lassen. Nächstes Mal gibt es dann auch wieder die großen Jungs. Boys, ja. Alright.